Schönen guten Abend. Ja, Live-Presseschau, 2. Juli, 19:15 Uhr, zu einer ungewöhnlichen Zeit. Schauen wir mal, wer sich zuschaltet. Ich bin gespannt, wer mit dabei ist um diese Zeit. Und dann können wir auch beginnen. Jedenfalls seht ihr schon, Hallo Meinung begrüßt euch zum Wochenrückblick und zur Presseschau Samstag, den 2. Juli 2021 live. Ist schon jemand drauf? Hört schon jemand zu? Könnt ihr mich verstehen? Macht mal den Daumen hoch, dass ich das sehe, ob ihr mich verstehen könnt. Denn ich habe die Studiotechnik. Nächste Woche kommt erst, der das alles aufgebaut hat hier. Das ist unsere neue Video-Wall. Ja, riesig groß. Dann können wir zukünftig Live-Übertragungen machen. Aber ich konnte es nicht erwarten und habe es ohne unseren Studiotechniker gemacht. Ihr seht die Traverse, das Studio. Ja, das ist schon ein richtiges Studio. Könnt ihr mich hören? Ist das, wenn ihr den Daumen mal hoch macht, dann weiß ich Bescheid, ihr könnt mich hören und dann können wir loslegen. Jawohl, aber ihr könnt mich hören. Ist das, ja, also wunderbar. Sehe ich einen Daumen? Seid ihr oben? Das ist mir wichtig. Nicht, dass ich hier rede und ihr könnt mich nicht verstehen. Also ihr hört mich, wunderbar. Also, Hallo Meinung begrüßt euch zum Wochenrückblick und zur Presseschau. Samstag, den 2. Juli 2021, live. Jawohl. Ja, sehr schön. Es ist zu leise. Normalerweise müsste es per Bluetooth gehen. Also ich rede etwas lauter und ich hoffe, dass ihr mich jetzt verstehen könnt. Ja, liebe Freunde, bevor ich mit der Presseschau beginne, möchte ich ein recht herzliches Dankeschön aussprechen für eure Unterstützung. Für eure Unterstützung, dass wir unsere Arbeit machen können, dass das Team die Arbeit machen kann, dass wir unsere Leistung erbringen können, ja, für Patriotismus und für eine zweite Meinung, für eine andere Sicht. Und liebe Freunde, die ist seit der vergangenen Woche, seit Freitag, dringender denn je. Darüber werden wir reden. Liebe Freunde, es gibt viele Themen. Lasst mich bitte nicht sofort mit den traurigsten Themen anfangen. Ich komme noch dazu. Ich komme zu Würzburg, aber ich komme auch zu Österreich und kann euch da ja ein bisschen was erzählen und werde euch berichten. Ja, liebe Freunde, wie ihr seht, hat mich Jan Böhmermann hat mich blockiert. Wir haben also keinen Anlass gegeben, wir haben normal geschrieben, aber Jan Böhmermann sieht sich da befleißigt wohl, dass er sagt, ich blockiere mal lieber. Was sagt er immer so schön? Ihr sitzt in einer Blase, ihr in den sozialen Netzwerken. Ja, ich denke, es ist ja umgekehrt. Die Blase befindet sich beim gut bezahlten Fernsehen durch die GEZ, durch Zwangsfinanzierung. Ja, liebe Freunde, also Jan Böhmermann hat mich blockiert. Das ist aber etwas, was mich nicht sonderlich nun beeindruckt. Es zeigt nur, wessen Geisteskind der Mann ist. Liebe Freunde, ihr habt es gelesen. Ein Polizist hat Claudia Roths Gesicht mit einem Pferdehintern verglichen. Ja, jetzt muss er zahlen. Ich will mich nicht über das Gerichtsurteil auslassen. Nur eines, und liebe Freunde, ich nehme das unter Satire, heißt es letztens, dass ich sage, es ist so, dass wir jetzt sagen, Satire, das Pferd ist ein edles Tier, es ist ein Arbeitstier, es ist ein Sporttier, ein Turnierpferd, und ich finde es einem Pferd gegenüber nicht gerecht, diesen Vergleich anzustellen. Wenn ihr mir diese Bemerkung erlaubt. Und ja, ein Polizist muss 4.400 Euro zahlen, weil er das Gesicht der grünen Politikerin Claudia Roth auf Facebook mit einem Pferdehintern verglichen hat. Gut, das bleibt ihm jetzt, das kann das Gericht handhaben, wie es will. Claudia Roth ist ja auch eine Frau, die entsprechend austeilt. Und ich glaube, ja, hier handeln die Gerichte unterschiedlich, wie wir in verschiedenen Bereichen schon gehört haben. Aber das wird noch spannend, soviel ich weiß, geht der Polizist in die Berufung. Ja, liebe Freunde, Uwe Steimle. Uwe Steimle ist bekannt, Uwe Steimle war im MDR, Uwe Steimle war ein Schauspieler in der ehemaligen DDR oder in unserem gemeinsamen Deutschland. Und er ist, Uwe Steimle schreibt mir gerade, dass er in einem Polizeiruffilm von 2001 sein Name aus dem Abspann entfernt wurde. Wie in totalitären Systemen wird jede Erinnerung an unliebsame Personen getilgt. Es ist doch irre. Man muss sich vorstellen, Uwe Steimle, ich kenne den Uwe persönlich, wir haben guten Kontakt. Das ist nun wirklich jemand, der
normal denkt, der heute gemeinnützig, der sozialistisch denkt, der aber auch sagt, die Firmen müssen leben. Aber man merkt, wenn man gegen den Strom schwimmt, hat man in diesem Lande keine Chance. Denken zumindest diejenigen, die versuchen, einen zu stigmatisieren, gesellschaftlich auszuschließen oder gar, dass man diesen Menschen, wenn sie selbstständig sind, keine Aufträge mehr gibt. Aber lieber Uwe, du lässt dich davon nicht unterkriegen. Ich weiß es, du siehst die Dinge so, wie sie sind und sonst würdest du nicht gegen den Strom schwimmen. Wir haben in der letzten Woche, wir haben ja viel bei der Europameisterschaft über Ungarn gehört, Viktor Orban. Wir haben sehr viel gehört, wir haben gehört und gesehen, wie Fußballer niederknien. Nach dem 2-0 gegen England war das nach dem Spiel gerechtfertigt, aufgrund der Leistung der Spieler. Liebe Freunde, ich darf sagen, was die Junge Union München Nord gesagt hat. Ich bin überzeugt, dass zig Millionen EU-Bürger es satt haben, in altlinken ideologischen Bahnen zu denken. Sie wollen sich nicht verbieten lassen, über Werte wie Christentum, Heimat, Nationalstolz, Familie zu reden. Und da muss ich Viktor Orban vollkommen zustimmen. Wir stehen für unsere Werte, für unsere Nation, auch wenn es Gegenwind gibt. Und auch wenn der Gegenwind Orkan stärker erreicht. Viktor Orban. Also ich bin dieser Meinung, man versucht hier der Altlinken den ideologischen Bahnen, dass man wirklich sagt, Familie nehmen wir auseinander, Christentum, Heimat, Nationalstolz. Ja, und das lassen wir uns nicht bieten, auch von Hallo Meinung nicht. Wir wollen Familie, wir wollen auf unser Land stolz sein, wir haben unsere Werte und wie wichtig die Werte sind, darauf komme ich noch zu sprechen, liebe Freunde. Viktor Orban sagt da auch, Europa kann nur durch die Rückkehr zum Christentum gerettet werden. Und das mache ich den Kirchen zum Vorwurf, meine lieben Freunde, dass sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche uns, die Christen in diesem Land, im Stich lässt. Aber total. Sie huldigen lieber dem Islam und sagen nichts durch den legalistischen Islam, das heißt die Unterwanderung. Sie sagen auch nichts zu Terroranschlägen. Da hält Bedford Strom und Marx, dann halten sie ihren Mund, da sind sie nicht da. Aber wehe, wenn so ein Verrückter mal irgendwo einen Böller dagegen wirft, was natürlich geahndet werden muss, nicht falsch zu verstehen. Aber da ist Merkel, sind sie alle da. Nur wenn Deutsche ums Leben kommen, dann seid ihr nicht da, ihr Heuchler. Bedford Strom, du bist gemeint und Kardinal Marx genauso. Das sind alles Heuchler für mich. Deshalb nochmal, liebe Freunde, deshalb bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ich unterstütze lieber Menschen direkt, egal wo sie herkommen. Keine Frage, ist mir völlig egal. Hauptsache, sie akzeptieren unsere Lebensweise, unsere Kultur und unsere Werte. Dann seid ihr willkommen, wenn ihr euch gesellschaftlich einbringen wollt. Was wir nicht schaffen, wenn nur Menschen zu uns kommen, die unsere Werte nicht anerkennen und die dann noch in unser Sozialsystem abwandern. Das ist etwas, das möchten wir, das möchte ich nicht. Ich glaube, da spreche ich für Millionen von Menschen. Liebe Freunde, wir sehen hier eines. Familie ohne Vater und Mutter, Kind, niemals, Frau Familienministerin. Und das finde ich hervorragend. Wir hatten ja mit Frau von Befferfürde das Interview. Sie war ja mit Demo für alle Initiatorin. Und diese jungen Menschen geben mir Hoffnung, dass man sagt, es geht auch anders als diese linksgrünen Ideologien. Die sagen, Familie brauchen wir nicht und Mutter müssen wir nicht mehr sagen, Vater müssen wir nicht mehr sagen. Und wenn eine Frau ein Kind geboren hat und das Kind wird gestillt, dann ist es ein milchgebender Mensch. Und dann muss ich sagen, diejenigen, die das sagen, das sind für mich welche, schaut mal danach, geht mal zum Neurologen, ob da oben noch alles in Ordnung ist. Das muss ich wirklich sagen, aber in aller Deutlichkeit. Und Elternteil 1, Elternteil 2, Kinder, was ist denn das für ein Wahnsinn? Da muss man da aufstehen und sagen, nee, Schluss mit diesen Grünen. Und ich meine, Baerbock ist ja das beste Beispiel, die habe ich jetzt nicht mit auf dem Plan hier, aber Baerbock ist ja das beste Beispiel. Ach, das ist so schlimm, ist doch eine Frau und wenn die dann so in dieser Form angegangen wird. Mein Gott, wenn es ein Mann wäre, wäre es genauso. Baerbock, wenn du deinen Mann stehen willst, dann musst du auch mal Kritik ertragen. Und wenn du beim Lebenslauf entsprechend, ja, ich möchte sagen, erfunden oder ja doch Dinge mit hineingeschrieben haben, die nicht so waren, ja, dann muss man Kritik ertragen. Und wenn man ein Buch, ich weiß nicht, justiziabel ist es wahrscheinlich nicht, aber es entspricht ja nicht den Anstandsregeln, keine Quellen anzugeben, Frau Baerbock. Ich möchte wissen, wenn es jemand anders gewesen wäre, die hätten sie in der Luft zerrissen. Familie ohne Vater, Mutter und Kind, niemals, Frau Familienministerin. Und das ist meine Meinung als Familienvater und als Opa.
Liebe Freunde, wir kommen zu einem sehr traurigen Kapitel. Ich hatte ja live berichtet, wir möchten den Menschen ein Gesicht geben. Würzburg, der 25.06.2021. Was der ist, ob der psychisch gestört ist, das interessiert mir überhaupt nicht. Es war ein Terroranschlag. Und alle anderen, Tagesschau und Steinmeier und Merkel meldet sich ja nicht. Aber Seehofer, ja, wir müssten jetzt erstmal die Hinweise verdichten. Sich, der ruft Alu Akbar, sagt, der Chat ist vollendet. Wir haben die Christiane, die ist 49 Jahre alt geworden. Wir haben Johanna, 82 Jahre, ein Leben hier verbracht. Hat die Kriegszeit miterlebt. Eine Frau wird umgebracht. Wir haben ein Mädchen, eine junge Frau, Steffi, 24. So wie wir wissen, wollte sie ein Brautkleid kaufen. Aus dem Leben genommen. Merkel sehen wir nicht. Merkel kommt bei jedem Scheiß, ist die da. Bei jedem Scheiß ist die Merkel da. Ihr seht mir meine Emotionen nach. Aber ich halte diese Situation hier in dem Land. Ich sage, Deutschland ist krank. Und wir sind wirklich, die gehören wirklich auf eine Station, wo sie untersucht werden, wo man sagt, seid ihr denn noch geistig zurechnungsfähig? Kein Mensch hat sich dort nennenswerterweise sehen lassen. Und wenn wir in Würzburg etwas sehen, da treten da Menschen auf, die sagen, wir dürfen nicht verallgemeinern, wir dürfen nicht Rassismus, wir dürfen dies und jenes nicht. Hier sind Menschen umgebracht worden von einem Somalier, der in Deutschland nichts verloren hat. Punkt aus ab. Liebe Freunde, wenn wir uns das nächste anschauen, wir geben nochmal den, das heißt Ruhe in Frieden, Christiane 49, Steffi 24 und Johanna 82. Die Opfer in Würzburg haben einen Namen. Und Frau Merkel, Sie sollten sich was schämen. Sie kutschieren der Weltgeschichte umher, weil Merkel ist sich selber am wichtigsten. Merkel ist sich selber am wichtigsten. Das sieht man ja. Und Frau Merkel, ich gebe Ihnen die dringende Empfehlung. Lassen Sie sich mal untersuchen. Ich weiß eines, Fingernägel kauende Menschen haben ein Problem. Sie haben ein Problem, Frau Merkel. Wahrscheinlich kommen Sie mit dem, was Sie angerichtet haben 2015, nicht mehr zurecht. Liebe Freunde, wir haben... Morgen Abend ist das Interview mit Gerald Korst drin. Mord an Leonie, 13 Jahre alt. Ich habe mit Gerald Groß dieses Interview gemacht. Gerald Groß hat Tränen in den Augen gehabt. Er hat mit der Mutter Kontakt. Und stellt euch bitte vor, ein 13-jähriges Mädchen hat das Leben noch vor sich und wird bestialisch hingerichtet. Wird unter Drogen gesetzt, wird dann, und Gerald Groß hat wirklich Tränen in den Augen gehabt, sagt dann zu mir, weißt du Peter, die haben das Mädel dann an den Baum gesetzt, wie ein Stück Dreck. Und das sind Afghanen gewesen. Die haben nichts in Österreich verloren. Und jedes Mal, wenn diese Bahnhofsklatscher da sind und sagen, boah, wunderbar, und kommt doch alle rein. Ihr kümmert euch doch nicht drum. Genauso bei uns hier in Altdorf. Sicherer Hafen, wo seid ihr denn? Das sind alles bloß Palaverer. Wenn ich irgendwas sage, der Weber, der ist rechts. Wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid genauso mitschuldig, weil ihr die Leute habt reingelassen nach Deutschland. Ihr habt Blut an den Händen. Und wenn ich euch mal sehe, sprecht mich ruhig auf der Straße an. Das ist genauso bei unseren Grünen hier im Ort, wie sie alle heißen. Alles Heuchler, die haben dafür gesorgt, dass solche Dinge passieren. Wenn solche Morde, solche schlimmen Hinrichtungen passieren, da siehst du die Leute nicht. Wenn es irgendwo heißt, kommt doch rein, bloß aufnehmen selber und Verantwortung tragen, tun die Leute für diese Menschen nicht. Gestattet mir die Emotionen, aber ich bin Familienvater und Opa, da geht mir einfach die Hutschnur durch. Liebe Freunde, wir haben am 29.06., es war der Montag, ist ein 25-jähriger Eritreer, es war in Dresden, in Gorbitz. Ich habe mit Frank Hanig telefoniert. Frank Hanig ist außer sich, der ist im Stadtrat von Dresden für die Freien Wähler. Da ist ein Eritreer, ist mit einer Machete und einem Messer durch Gorbitz gegangen, hat Kinder bedroht und hat Alu Akbar gerufen. Wie weit soll das in diesem Land noch kommen? Und da kommen die Plattitüden der Politiker, wir müssen schneller abschieben, wir müssen dies, wir müssen jenes. Funktioniert doch gar nicht, die Länder nehmen doch diese Leute nicht zurück. Die sind doch froh, dass sie diese Leute los sind. Und sagen, kümmert ihr euch drum, wer hat sie reingelassen? Merkel und Konsorten und diejenigen, die geschrieben haben, Refugio Welcome. Kommt bitte rein und alles toll. Und jetzt duckt ihr euch weg, wenn es um die Verantwortung geht. Es ist wirklich so. Gestattet mir die Emotion. Liebe Freunde, der Gipfel, Horst Seehofer hat ein Interview gegeben in der Zeit.de. Horst Seehofer warnt nach Messerattacke vor Integrationsdefiziten. Sagt er also Folgendes. Wenn ein junger Mann 6 Jahre in einem Obdachlosenheim lebt, ohne dass jemand hinschaut und sich kümmert,
dann kann ich mit unserer Politik nicht zufrieden sein. Da fehlt es mir an Bewusstsein. Damit können wir uns nicht abfinden. Ist das nicht ein Wahnsinn? Wie geht's denn euch dabei? Da sind 3 Menschen umgebracht worden. Menschen sind schwer verletzt worden durch einen Verrückten, der mit einem Messer durch Würzburg geht. Breitenbachplatz war das. Sticht dort Menschen ab. Der Seehofer sagt, wir können ihn, anstatt er sagt, ich knie nieder, ich bitte um Entschuldigung, Familien, was ich euch angetan habe. Das ist eine Politik, wie kommt ihr damit zurecht? Ich habe meine großen Mühe. Ich habe meine großen Mühe, damit zurechtzukommen. Und bei der Wahl, ich sage euch noch das Programm für morgen, ich habe auch Hans-Georg Maaßen klipp und klar gesagt, sage Hans-Georg Maaßen, ihre CDU, CSU, wenn sich das nicht um 100% ändert, ganz ehrlich, da gibt es bloß eine Partei, die du noch wählen kannst. Es geht nie anders. Wer schützt uns denn? Wer schützt uns denn? Es ist ja so, du hörst doch niemanden. Jetzt kommt mal so ein langsames Aufflocken für die Presse. Ja, wir müssen dies und jenes. Aber hier, diesen Menschen, den Opfern, wir haben einen Namen gegeben, wir haben ein Gesicht. Und jeder von euch, der Herzensbildung hat, sagt Seehofer, Herr Seehofer, Sie sind ein Mensch der Unmöglichkeit, ganz ehrlich. Liebe Freunde, dann war in Österreich, Sibylle Zeisel ist bei der SPÖ, das zeigt also, dass übergreifend Österreich genau dasselbe ist. Ein Mädchen ist tot, es sind aber auch Existenzen der sehr jungen Täter vernichtet worden. Zuerst in Afghanistan, jetzt bei uns. Hätte man sie aufgenommen und sie gekümmert, wäre die Tragödie vermeidbar gewesen. Das ist eine österreichische Politikerin. Das geht um Leonie, die bestialisch hingerichtet wurde. Da sagst du, liebe Österreicher, ihr habt ja genauso die Menschen, wie wir sie in der Politik haben. SPÖ, Sibylle Zeisel bei der SPD, SPÖ. Lieber Gerald Hauser, Freiheitliche Österreichische Partei. Gerald, lass uns ein Interview darüber machen. Ich werde über sowas gar nicht fertig. Ein Mensch wird hingerichtet und die verteidigt hier noch diese Afghanen. Das heißt also, wir machen eine Täter-Opfer-Umkehr bei uns. Das ist nicht zum Aushalten. Du fragst die wirklich, lebe ich in einem Land, wo ich mich bloß noch von Menschen umgeben sehe? Natürlich nicht alle. Ihr, wenn zuhört oder Hallo Meinung und viele andere, die denken schon noch einmal. Aber wir müssen lauter werden, weil wir mehr sind. Liebe Freunde, Bundesminister Horst Seehofer. Messerattacke von Würzburg als Beispiel für gescheiterte Integration. Nein. Herr Seehofer, es ist ein Beispiel von vielen für die gescheiterte und fahrlässige Politik der Regierung, dieser Regierung, CDU, CSU und SPD. Es ist das Ergebnis von Politikern, die die Wahrheit vertuschen, derartige Anschläge bagatellisieren und noch versuchen, schön zu reden. Genau der Punkt. Die nur reden und nichts tun. Und wenn sie reden, dann kündigen sie etwas an und es lässt sich aller Wahrscheinlichkeit nicht umsetzen. Und mit solchen Aussagen wie die von Ihnen und von Ihren totalen Versagern, versuchen Sie von Ihren totalen Versagern abzulenken. Das ist der Fall, dem schließe ich mich an. Ich finde da keine Worte und ringe da wirklich um Fassung. Ja, liebe Freunde, ich will euch noch ein Beispiel bringen, wie die Presse geschrieben hat. Das ist also der Münchner Merkur. Wir achten hier bitte auf Folgendes. Messerangriffe in Würzburg. Passanten hetzen den mutmaßlichen Täter und werfen Stühle. Söder reagiert. Die hetzen den Täter. Ist ja schlimm. Die hetzen den armen Täter, der ist gehetzt worden. Es geht noch weiter. Dann haben wir Folgendes. Messerangriff in Würzburg. Passanten jagen den mutmaßlichen Täter. Merkt ihr den Kontext? Der arme Kerl, der ist ja so, das ist ja wirklich, ach, es hat sich keiner um ihn gekümmert. Menschenskinder, wir haben doch genügend Menschen, die hier bei uns Hilfe brauchen. Aber ich will euch Folgendes sagen. Dann hat der Münchner Merkur eines gemerkt, das war falsch. So, das ist derselbe Artikel, der wurde abgeändert. Messerangriff in Würzburg, Passanten stoppen mutmaßlichen Täter. Also, sie hetzen ihn nicht mehr, liebe Freunde, sondern sie stoppen ihn. Nun ja. Das ist auf öffentlichen Druck geschehen. Wir haben uns das genau angeschaut und wir haben auch den Münchner Merkur angeschrieben. Ja, liebe Freunde, ich habe etwas im Duden. Es ist wirklich so, Allahu Akbar, Motiv weiter unklar. Das kannst du wirklich so sehen. Und Tagesschau, alle anderen, Motiv ist unklar. Allahu Akbar, der Chat ist vollendet. Da wird alles versucht. Nein, das müssen wir, irgendwo muss das kleingeredet werden. Ich finde diese Situation unerträglich. Liebe Freunde, ich habe viele Freunde,
viele korrespondierende Freunde, viele Freunde physisch, die ich kenne. In Afghanistan sind 59 Soldaten ums Leben gekommen. 59 Soldaten sind ums Leben gekommen. Diese Woche sind die letzten Soldaten aus dem Hindukusch nach Hause gekommen. Es ist eine Situation dort, wo die Frauen und Männer, die dort ihren Dienst verrichtet haben, nicht wussten, ob sie wieder lebend in den Stützpunkt zurückkommen. Und kein einziger Politiker, Kram Kannbauer, ich meine mal ganz ehrlich, was glaubt ihr, wie es einem Soldaten geht oder KSK, wenn die Kram Kannbauer kommt? Glaubt ihr, der oh, Frau Verteidigungsministerin, oh, die ist ja, die lachen doch innerlich. Das ist ja so, liebe Soldatinnen und Soldaten aller Gattung, ich beneide euch nicht. Ich beneide euch nicht, aber ich kann euch sagen, viele Millionen Menschen haben ein Herz für euch. Die letzten Heimkehrer der Bundeswehr aus Afghanistan wurden von keinem Politiker empfangen. Eine Schande. Junge Union München Nord. Super. Die Soldaten, die ihr Leben für uns riskieren, verdienen großen Respekt statt Ignoranz. Junge Union München Nord. Ich gratuliere. Das ist sehr gut. Liebe Freunde, wenn Impfstoffe oder Masken aus einem Flugzeug rollen, finden Ministerpräsidenten und Minister leicht den Weg zum Flughafen. Aber wenn es hier geht, kein Politiker begrüßte die Heimkehrer aus Afghanistan. Sie hätten schon diesen Tag schon eine sichtbare Anerkennung verdient. Auch die Männer der KSK, Kommando-Spezialkräfte. Und diese Kräfte wissen wirklich nicht, ob sie abends wieder nach Hause zu ihren Freunden, zu ihren Familien kommen. Das ist eine Schande. Dieses Land, liebe Freunde, wir müssen dieses Land wirklich vor dem Verkommen retten. Es wird verkommen. Wenn ich sowas sehe, ehrlich, da stellen sich hin, wir müssen uns am Hindukusch verteidigen und sind dann immer in der Lage, Kram Kannbauer. Aber gut, über diese Frau habe ich sowieso meine eigenen Ansichten. Liebe Freunde, lasst uns bitte über das Thema reden. Wir erleben es ja immer wieder. Ich bin jetzt 68, ich arbeite noch von früh morgens bis abends. Aber ich erlebe, dass jetzt wirklich darauf gedrungen wird, dass die Lebensarbeitszeit verlängert wird. Und ich habe einen guten Post gesehen, Politik und Zeitgeschehen. Sie geben hunderte Milliarden für Bankenrettung und Aufrüstung aus. Erhöhen sich jährlich ihre üppigen Diäten. Lassen Großkonzerne Steuern hinterziehen. Und erzählen, ihr sollt bis 70 arbeiten, seid ihr eigentlich bescheuert? Kann ich nur hinzufügen. Das heißt, was wir ausgeben, ich habe heute bewusst darauf verzichtet, ich mache mal eine Extrasendung, was uns die Migration kostet. Die Migration kostet uns Milliarden, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich lasse es heute bewusst weg. Liebe Freunde, ich fand das bezeichnend, 45 Jahre Gäste bewirten ist genug. 45 Jahre Möbel schleppen ist genug. 45 Jahre Straßen bauen ist genug. 45 Jahre Schichtarbeiten ist genug. Und ich sage jeden von euch im Bundestag, im Länderparlament, ich lade euch auf meine Baustellen ein. Arbeitet mal eine Woche mit. 55 oder 60 plus. Wahrscheinlich seid ihr da schon längst pensioniert. Ihr kriegt ja üppige Pensionen. Da lade ich euch mal ein. Arbeitet mal bei mir mit. Diejenigen, die befinden, die sagen, man soll bis 68 arbeiten. Liebe Freunde, lasst mich noch zwei Buchtipps erwähnen. Einmal ist es Merkel, die kritische Bilanz von 16 Jahren Kanzlerschaft. Es ist geschrieben Norbert Bolz, den ich sehr schätze. Thilo Sarrazin, Joachim Steinhöfel, Roland Tichy und Joachim Steinhöfel, wir arbeiten ja eng zusammen. Wir haben ja die Woche, waren wir ja bei Gericht in Nürnberg, haben ja eine sogenannte Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben. Deshalb werde ich auch nichts davon sagen. Aber Jan Böhmermann sagt, haha, meine Twitter-Blogliste hat ein Buch geschrieben. Da sieht man, zwangsfinanziert geistige Entwendung von Herrn Böhmermann. Für mich jemand, wo ich einfach immer sage, Jan Böhmermann, du bist jemand, ganz ehrlich, sollte jemand unter Verstopfung leiden, schaut er deine Sendung 5 Minuten an, dann geht es einem besser. Ne? So muss man das sagen. Also das ist wirklich jemand, der Kaspar vom ZDF, über den wahrscheinlich nur noch wenige lachen können. Aber das Buch ist interessant, das Buch kommt am 16. auf den Markt, ich habe es bestellt. Merkel, die kritische Bilanz von 16 Jahren Kanzlerschaft. Es sind 570 Seiten, und zwar das Für und Wider. Auf Seite 1 ist das Für und auf Seite 2 beginnt es Wider. Ja, und hier ist das Buch mit Gerald Groß, Freiheit ohne Wenn und Aber. Morgen Abend ist das Interview mit Gerald und wir haben eines, Freiheit in Sicherheit.
Und ich habe mit Gerhard gesprochen, der sagt, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Buch so schnell so aktuell werden würde. Also es ist Freiheit ohne Wenn und Aber. Tolles Interview. Gerhard Groß, wie er lebt und lebt, geht aus sich raus, macht richtig Dampf. Ja, ein Mann, der sich getraut, etwas zu sagen. Und Gerhard, wir haben wirklich ein tolles Gespräch und es zeigt sich eines. Gerhard lebt in einer Männerbeziehung, gleichgeschlechtlich. Das interessiert doch niemanden. Der kann tun und lassen, was er will. Deshalb diese Binden vom Neuer oder was. Lebt doch, wie ihr wollt, das könnt ihr doch tun. Aber diese Inszenierung von gewissen Leuten, das wollen ja nicht mal die Schwulen und Lesben und diejenigen, die Transgender, die sagen, lasst uns einfach in Ruhe leben. Aber diese Inszenierung, machen wir auch noch etwas drüber. Aber morgen Abend dieses Interview ab 16 Uhr mit Gerhard Groß ist wirklich ganz hervorragend. Das ist, was habe ich geschrieben? Es war ein Fehler am Anfang. Wisst ihr warum? Ich habe meine Uhr nicht umgestellt. Das Datum, ich muss hier mal vortrennen, heute ist ja der 3. Also ich bin nicht von gestern, sondern es ist Samstag der 3. Es ist sogenannte Liefe, es ist live. Ja, Programmhinweis für morgen, liebe Freunde. Wir haben morgen Sonntag den 4. Bitte entschuldigt. Wir haben morgen Sonntag den 4. Juli. Leiste ab, bitte. 4. Juli. Hans-Georg Maaßen, dieses Interview wird Frau Merkel stören. Auch ärgern. Das ist nicht mehr so, was haben Sie denn so vor und so ein bisschen, sondern da wird Tacheles geredet. Professor Werner Patzelt, den ich sehr schätze, Professor Werner Patzelt, man muss zuhören, man muss seine Analysen, es ist ein Politwissenschaftler, wie ich ihn mir in der Regierung wünschen würde. Und Gerhard Groß, deutlicher geht es nicht, morgen am 4. Juli. Ich kann es noch nicht mal auf jemand anders schieben, ich habe es selber geschrieben. Das ärgert mich am meisten. So, nee, ich war's, also ich leiste ab, bitte. Ja, liebe Freunde, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Sonne und Zufriedenheit. Bleibt gesund und jetzt jemand sagt, ja, hör auf, doch wegen Corona. Das habe ich schon früher mal gesagt, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt wehrhaft. Und das wünsche euch das Team von Hallo Meinung. Ich sage schön, dass ihr dabei wart. Die erste Live-Übertragung, wir werden besser. Seht es mir nach. Ich habe das selber hier gemacht. Ab nächste Woche ist unser Studiotechniker wieder da. Wir werden besser. Ich sage danke und wünsche euch einen schönen Abend. Danke.